In der Fachsprache wird das mysteriöse, gigantische Nichts im All lokale Leere genannt. Die riesige Zone kosmischen Nichts liegt direkt in unserer Nachbarschaft. Obwohl sie schon 1987 aufgespürt werden konnte, stellt sie für Fachleute weltweit ein riesiges Rätsel dar. Doch jetzt ist es einem hawaiianischen Forschungsteam gelungen, diese materiearme Zone zu kartieren. Ein spektakulärer Erfolg, der unter anderem zeigt, dass diese lokale Leere einen entscheidenden Einfluss auf die Bewegung der Milchstraße hat. Klickt zum Science Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Und auf Telegram bekommt ihr die Videos übrigens werbefrei und vor allen anderen. Der Link ist hier unterm i und in der Videobeschreibung. Über die sogenannte lokale Leere, die auch als lokaler Void bezeichnet wird und einfach ein riesiges Nichts in der Nähe unserer Galaxie darstellt, wissen Forschungsteams weltweit bislang kaum etwas. Und das, obwohl diese materiearme Lücke im All bereits vor 32 Jahren, 1987, aufgespürt werden konnte. Klar ist, dass ein Netz von großräumigen Strukturen die Verteilung von Materie im Universum prägt. Es gibt leere Bereiche, aber außerdem auch dichte Filamente und große Klumpen von Galaxien und Gas. Heißt also im Klartext, Galaxien sind alles andere als gleichmäßig verteilt. Stattdessen bilden sie Cluster und so befinden sich zwischen ihnen Leerräume. Ein Teil dieser großen Struktur ist der sogenannte Laniakea Supercluster. Er beherbergt rund 100.000 Galaxien. Darin enthalten ist nicht nur der Virgo-Galaxienhaufen, sondern auch die lokale Gruppe, dessen größten Galaxien sind die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie. Als weiteren Teil enthält der Laniakea Supercluster aber eben auch noch den lokalen Void, also die leere Zone, die sich im Weltall tatsächlich in unserer unmittelbaren Nachbarschaft befindet und direkt am Rand der lokalen Gruppe beginnt. Von der Erde aus gesehen erstreckt sich das gigantische Nichts über 40% des Himmels, also fast die Hälfte. Nach den Schätzungen von Fachleuten dürfte der Durchmesser der lokalen Leere mindestens 150 Millionen Lichtjahre betragen. Dazu der Astronom Brent Tully. Unsere Beziehung zu dieser Struktur ist daher fundamental, um die Details unserer kosmischen Nachbarschaft zu verstehen. Entscheidend ist nämlich, dass die Materie, aus der der Rest der lokalen Gruppe und eben auch die Milchstraße gebildet wird, wohl aus der lokalen Leere stammt. Erkenntnisse in diesem Zusammenhang könnten also dazu beitragen, die Entstehung unserer Galaxie besser nachvollziehen zu können und vielleicht sogar das große Rätsel der mysteriösen dunklen Materie zu lösen. Doch obwohl diese riesige Lücke im All wirklich enorm ist, ist es Forschungsteams weltweit bislang nicht gelungen, mehr über diese lokale Leere herauszufinden. Weder seine Struktur, Form oder Größe sind bekannt. Dazu Tully: Der Void ist so groß, dass er auf beiden Seiten weit über die galaktische Ebene hinausragt. Dennoch ist ein großer Teil von ihm verdeckt. Die Sicht auf die lokale Leere ist von uns aus gesehen also verdeckt, weil sie sich hinter der zentralen Masse unserer Galaxie befindet. Und so ist die aktuelle Studie ein riesiger Erfolg. Denn den Fachleuten ist es tatsächlich gelungen, die lokale Leere mit Hilfe eines astronomischen Datensatzes zu kartieren. Sie haben quasi hinter unsere Galaxie gesehen. Dazu analysierten sie die Bewegungen von rund 18.000 Galaxien. Unter Berücksichtigung der Galaxiebewegung konnte so eine 3D-Karte unserer kosmischen Nachbarschaft erstellt werden, mit der die Materieverteilung nachvollzogen werden kann. Diesen Analysen zufolge besteht die lokale Leere aus mehreren Unterbereichen, die wirklich extrem leer sind. Der lokale Void umfasst im Gesamten einen Raumbereich von unglaublichen 200.000 Kubik-Megaparsec. Parsec steht übrigens für Parallax Second und ist ein astronomisches Längenmaß. Ein Parsec entspricht etwa 3,26 Lichtjahren. Und noch mehr, die lokale Leere ist offensichtlich Teil eines Netzes aus kosmischen Voids, denn sie scheint mit zwei noch größeren Voids verbunden zu sein. Durchaus überrascht ist das Forschungsteam von der Erkenntnis, dass die lokale Gruppe und die Milchstraße zu einer Materiebrücke gehören, die sich quer durch diese lokale Leere zieht. Dazu heißt es in der Studie, ein sehr dünnes Filament reicht vom Virgo-Cluster zum Perseus-Cluster und überspannt dabei auf dramatische Weise ein tiefes Minimum im lokalen Void. Den Beginn dieses Filaments bildet die lokale Schicht, die auch die Milchstraße umfasst. Heißt also im Klartext, unsere Galaxie befindet sich auf einer schmalen Materiebrücke, die sich durch die lokale Leere zieht. Diese dünne Brücke umfasst eine ganze Kette von Galaxien und zieht durch die leerste Stelle der lokalen Leere. Dazu das Astronomieteam.
Wir leben direkt am Rand einer Leere. Eine Erkenntnis, die wirklich folgenreich ist, denn die gigantische Lücke beeinflusst die Bewegung der Milchstraße in großem Ausmaß. Mit bis zu 250 Kilometern pro Sekunde wird unsere Heimatgalaxie von ihr weggestoßen. Die lokale Leere wirkt also als abstoßender Pol. Die Fachleute vermuten jetzt, dass es sich bei dieser Lücke um den sogenannten Dipole Repeller handelt. Dieser abstoßende Pol im Kosmos wurde vor einigen Jahren aufgespürt. Damals wurde die Vermutung aufgestellt, dass er verantwortlich für die Bewegung unserer Milchstraße ist. Die aktuelle Studie legt jetzt nahe, dass die lokale Leere zusammen mit der anziehenden Wirkung des Virgo-Superclusters rund die Hälfte der relativen Bewegung unserer Galaxie bewirkt. Das könnte also ein Hinweis auf ein großes, ungelöstes Rätsel der Astronomie sein. Forschungsteams weltweit tüfteln schon seit langer Zeit daran, warum die Bewegung der Andromeda-Galaxie, der Milchstraße und anderen benachbarten kleineren Galaxien so sind, wie sie eben sind. Deren Geschwindigkeiten weichen nämlich 600 Kilometer pro Sekunde von der allgemeinen Expansionsgeschwindigkeit des Universums ab. Somit ist also nicht nur die gesamte Expansion des Universums entscheidend für die Bewegung von Galaxien, auch die Schwerkraft der Nachbarn spielt eine entscheidende Rolle. So bewegen sich Galaxien hin zu dichteren Regionen des Universums und weg von leeren Räumen. Eine Folge davon, die Leerräume werden immer größer. Ist ja auch logisch. Gravitation führt zur Verdichtung von Materie. Leere Bereiche müssen also immer leerer werden. Gibt es Beweise für ein Paralleluniversum? Mega cooles Video von Marius Angeschrien. Unbedingt hier anklicken, anschauen und Marius Angeschrien abonnieren. Bis dann, bleibt dran.